Die NS-Jugendbewegung organisiert sich zunehmend. Zwar stand sie zu diesem Zeitpunkt noch organisatorisch unter der Befehlsgewalt der SA, doch der Zustrom neuer Mitglieder, auch im Sudetenland und in Österreich, machte eine wachsende Selbstverwaltung immer notwendiger. An verschiedenen Orten arbeiten auch erste Gruppen des Nationalsozialistischen Mädchenbundes, der später in Schwesternschaft der Hitlerjugend und im Juli 1930 unter der Führung von Elisabeth Greifwalden in Bund Deutscher Mädel umbenannt wurde. Deutschland 1929, 2 Millionen Arbeitslose. Nur 3 Jahre später werden es 6 Millionen sein. Die Weltwirtschaftskrise und die Auflagen von Versailles haben die Republik hart getroffen. Vor allem junge Menschen bezweifeln, dass die parlamentarische Demokratie fähig ist, die wachsenden Probleme zu lösen. Die Mitgliederzahl der NSDAP war inzwischen auf 176.000 angewachsen, die der Hitlerjugend auf 35.000. In Berlin ist der neue Gauleiter Dr. Josef Goebbels angetreten, um die deutsche Hauptstadt für die nationalsozialistische Bewegung zu erobern. Goebbels ist ein charismatischer Agitator. Unter seiner Führung gewinnen die Berliner Nationalsozialisten zunehmend an Bedeutung. Dieser Volk wird unter der Führung neuer Männer und neuer Ideen wieder anfangen, Geschichte zu machen. Waren nicht die Besten, die 1918 auf die Throne kletterten, aber es werden die Besten sein, die sich eben anschicken, sie wieder von den Thronen herunterzuwerfen. Der spätere Reichsjugendführer Arthur Axmann erinnert sich an die Atmosphäre dieser Zeit und die politische Arbeit der Hitlerjugend in Berlin. Wir haben Sprechabende veranstaltet, die gegnerischen Jugendorganisationen dazu eingeladen, wie wir selbstverständlich auch in die Sprechabende der kommunistischen Jugendinternationale und der sozialistischen Arbeiterjugend zur Diskussion hineingegangen sind.